Tobias, ich glaube, jetzt können wir auch nach oben. Was? Was ist denn das? Hallo? Nee, ich will nicht. Ich kauf nichts. Alter, was ist das? Geh weg. Alter. Unsichtbare Monster? Wirklich? Ganz ruhig bleiben. Keine Panik. Aua. Das ist aber ein Schwachsinn. Unsichtbare Monster, wie soll ich die denn angreifen? Die vernähren sie jetzt, oder? Och nö. Oh ne, jetzt sind auch noch solche komischen Kindergelache. Och du. Ja, ist mein Lieblingsspiel geworden. Super. Neben Jumpscares kommen jetzt auch noch Kindergelache. Und unsichtbare Monster, die ich nicht angreifen kann. Super. Na, habt ihr auch Spaß? Komm, wir nehmen erstmal den Inhalator. Inhalator. Hallo? Na! Geht der da hinter der Tür? Doof. Oh, wir haben unsere eigenen Probleme. Als ob du Probleme hast. Du rennst die ganze Zeit von mir weg. Ja. Geht mir gerade nicht anders, es soll aufhören. Nee, nicht. Was ist denn warum? Nee. Okay, die lösen sich auf. Ich kann sie einfach anstrahlen. Na ihr, wartet ihr auch die ganze Zeit? Kann ich mich dazu sitzen? Ihr habt's gut, könnt die ganze Zeit sitzen. Och nee. Nee, nicht wieder unsichtbare Kackviecher. Nein, nein, nicht lachen. Oh, das ist ein Bild. Gucken wir uns das Foto an. So. Ah, oh, das ist voll schön. Ein neues Zuhause. Eine Zeichnung. Sieht wie eine Erinnerung von Emily aus. Das ist voll schön. Die sind echt alle klasse. Warte mal, kann man die anderen auch nochmal gucken? Ich muss mal kurz was ausprobieren. Ah, Screenshot gespeichert. Weil da stand am Anfang geschrieben, als ich es gestartet habe. Wenn ihr einen Screenshot machen wollt, könnt ihr einfach F12 drücken. Beziehungsweise, wenn ihr einen Clip machen wollt. Oh, Moment. Oh, Entschuldigung, muss man ganz kurz ausstrecken. Wenn ihr einen Clip machen wollt, müsst ihr F12 gedrückt halten. Und dann macht man von den 30 Sekunden einen Clip. Den letzten 30 Sekunden. Das habe ich noch nie ausprobiert, aber. Cool, dass es sowas gibt. Okay, ich will ja nicht wieder raus. Ich glaube, es ist hier nur noch mit Funzel rum. Cool. Nein. Jetzt nicht. Kindergelache da. Auf damit. Emily Winterplay. Das ist aber nett, dass du mir die Taschenlampe dahin hältst. Mensch, danke, ne? Bis später. Und deinen Kollegen hinten so kopflos? Naja. Ich soll wohl da rein. Ja. Oh, Moment, Vögelchen. Nein, nein, das war der einzige. Für den anderen, die du schon alle gefunden hast. Aber, nee, hier gibt's nur einen. Wir haben ja schon fast alles. Was wir diesmal finden, war hier fast alles. Uns fehlt nur noch ein Erz. Oder wurde uns der Erz schon angezeigt? Nee, ne? Und ist hier nicht. Nein! Nicht schon wieder, du. Jetzt brauche ich auch viel mehr Akku auf einmal. Kriege ich gar nicht. Was ist denn hier los? Wie krieg ich das aus? Krieg ich das überhaupt aus?
Vielleicht kann ich da irgendwas vorschieben. Da baumelt sie. Na klasse. Na ihr? Da hängt er ja schon wieder alle. Warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt das Ding hier nehme? Einfach davor schiebe. Tada! Moment, ach so, hier ist noch einer. Eigentlich ist es ja nur Licht. Also ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht sogar durchlaufen kann, aber irgendwie ausprobieren möchte ich es gerade auch nicht. So, kann ich jetzt die Tür hier aufmachen? Nein, kann ich nicht. Okay. Warte. So. Gut. Lass mich raten, das hat mir jetzt neue Probleme gebracht, weil ich den Strom ausgestellt habe. Weil da gerade so eine komische Cutscene war. Ich dachte, jetzt ist irgendwas gespawnt. Ach, ich soll voll runter, ne? Mhm. Ja, gut, ne? Bis später. Schon Nebel hier. Mein Steinsensor sagt, hier ist irgendwas. Nur ich weiß nicht wo. Mein Steinsensor dreht fast durch. Hä? Deine Ecke? Moment, ich geh mal runter. Gefunden. Blutquarz. Moment. Und wir haben alles gefunden im Theater. Jetzt bin ich wirklich glücklich. Nein. Wie kommst du hier reingeschnabbelt? Aha, so lustig ist das nicht. Hör auf damit. Nicht witzig. Meine Schlüssel. Danke. Müsste zu den Theatertüren passen. Der Schlüssel. Endlich. Halt durch, Emily. Ich komme. Wir haben ein neues Ziel. Wir müssen, glaube ich, Emily helfen. Ich habe den Schlüssel zum Theater gefunden. Jetzt schnell. Emily braucht mich. Mhm. Deswegen haut Emily und die ganze Zeit immer ab. Lass mich raten, wenn wir Emily jetzt befreit haben, haut sie wieder ab. Wo waren die komischen Schreikinder? Lachkinder. Die neuen Lachkinder. Jetzt auch in ihrem Kühlregal. Ich soll die allein lassen. Okay, tschüss. Ich nehme einen Akku rum. Da liegt ein Akku rum. Warte, ich hole mal einen Akku. Toll. Toll. Du passt schön auf, ne? Dass hier keiner ankommt, ne? Ja gut. Falls einer kommt, sagst du Bescheid. Lass mich allein. Okay. Tschüss. Alter. Emily, ich habe Dosen gefunden und ein Asthma-Spray. Okay. Wisst ihr, was mir so ein bisschen Sorgen macht? Warum stehen hier so viele Dosenautomaten rum? Warum stehen hier so viele Dosenautomaten rum? Warum brauche ich die unbedingt?
Emily, du, sag mal. Hey, sind dir auch die ganzen Dosenautomaten hier aufgefallen? Hm? Nee? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, sobald ich E drücke an dem Automat, passiert da irgendwas. Hier liegen ein paar Asthma-Sprays rum, ein paar Dosenautomaten. Das Einzige, was hier nicht rumliegt, sind Batterien. Nicht, dass ich welche bräuchte, aber mir kommt so vor, als ob es für den Kampf Batterien nicht wirklich erforderlich sind. Sondern eher heilen und Dosen. Emily, alles gut da oben? Guck mal, da sind auch ein paar Zuschauer. Ich kümmere mich gleich drum. Ich will mich erst umgucken, was hier noch alles kommen könnte. Ich da auch noch ein Asthma-Spray? Warte mal. Na klar. Schön. Das wird ja lustig. Soll hier schon schief gehen? 3 Asthma-Sprays in einem Raum und 3 Dosenautomaten. Geil. So, ich schnapp mir schon mal eine Dose. Wie gesagt, und ich weiß ja nicht, was ich mit den Dosen machen soll, aber was ich nicht brauche, ist Licht. Spaß. Na klar, Sir. Was? Nein! Was war das denn? Neues Ziel, die Show abbrechen. Emily wird von den scheußlichen Projektoren gequält. Ich muss dem ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Nein, das Spiel wird nicht unterbrochen. Wie unterbreche ich die Dinger? Einfach so? Nö. Ich nehme trotzdem meine Dose mit, vielleicht muss ich die irgendwie ablenken. Dose. Dose. Okay, ich glaube, ich muss die Dinger irgendwie ablenken. Oh! Alles gut, bin ich da. Ganz schön hartnäckig, unser Kollege. Hä, wo ist die Dose hin, die ich hatte? Mädchen, du hast die Dose weggeworfen. Hey, shit, die kommen nicht durch. Okay, sieht schon cool aus, wie er da oben hängt. Bin ich da? Da kommt wie schon den Strahl. Okay, geht ihr weiter zu mir rüber? Okay. Will verstecken? War so klar. Komm, hau mit deinem Lämpchen ab. Nee, du sollst nach rechts rüber. Bin ich da? Ah!
Was kommt denn jetzt? Na klar. Nein! Nicht schon wieder! Das sieht cool aus. Wie gesagt, er hat irgendwas aus Bioshock. Keine Ahnung. Nimm mal die Funzler weg. Komm, geh mal weg hier. Jetzt wäre es gut, wenn ich ein paar Dosen bei hätte. Nee, hier ist eine Dose, ne? Ja. Oh, warten. Oh, mach die Funzel hier weg. Geh ran, Mädchen. Kopfschmerzen, wenn Licht strahlt. Ich kenne das Problem. Mach mal die Funzel hier weg, ich komme hier nicht weg. Hallo? Hallo? Jetzt haben wir ein Problem. Er guckt nicht mehr weg und ich habe ja keine Dose. Hallo, gucken Sie bitte weg. Ich kann nicht weitermachen, wenn Sie zugucken. Shit. Ja, wir nehmen uns mal hier eine Dosis. Komm, dann machen wir jetzt einfach. Los, 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 lauf! Shit, ich hab gedacht, der braucht noch ein bisschen länger. Ich dachte, in der Zeit, wo der sich gerade versucht zu regenerieren, kann ich einfach durchrennen. Hey, das ist gemein. Ich wollte mir gerade eine Dose da noch holen. Ich hatte Durst. Unsere Geheimnisse gehören uns. Wieso haust du denn jetzt schon wieder ab? Nee, Emily ist mal wieder abgehauen. Wir könnten nach Hause gehen, aber nee, Emily hat sich gedacht, nur tschüss. Warum rennen wir denn immer noch weiter hinterher? Emily, ich dränge dir jetzt meine Freude auf. Los, hier, mehr. Oh. Mal, jetzt sollten wir uns aber mitbekommen. Sieht nützlich aus. Ja, jetzt sollten wir aber langsam mitbekommen, dass Emily nichts von uns will. Emily denkt so, Alter, hau ab. Emily. Emily! Alles okay? Lass mich allein. Lass mich einfach allein. Keine Sorge, Emily. Es wird alles in Ordnung kommen. Nein, das stimmt nicht. Bleib mir bloß fern. Komm keinen Schritt näher. Bitte was?